So, dann müssen wir mal schauen, wie wir da drüben rankommen. Ich denke mal einfach hochhopsen und los geht's. Ein bisschen aufgebaut. Ja, kleiner Kessel noch mit bei. Ja, Tank. Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir sind wieder auf kleiner Lost Place Tour in Brandenburg unterwegs. Wir sind in einer alten Molkerei, sind schon mitten auf dem Gelände, werden uns hier mal ein bisschen umschauen. Scheint schon eine ganze Weile verlassen zu sein. Zugang und Weg waren eigentlich relativ einfach zu finden. Deswegen heute gleich von auf dem Gelände und wir starten einfach ohne großen Tamtam einfach rein ins Video und los geht's. So, kurz den Weg, wo wir hergekommen sind. Hier geht gleich los, Eingangsbereich, würde ich sagen, war das mal Anmeldung in irgendeiner Weise. Kleine Verladerampe dran, hier drüben. Wir werden mal erstmal hier drüben reingehen, ich denke mal, kleine Anmeldung. So, und rein geht's. Alles gefliest. Ein bisschen, oh, weiß man aber nicht, wie alt das alles ist. Gut. Kleine Öfen. Schauen wir, was hier hinten noch so ist. Zieht sich auf jeden Fall so ein bisschen. Oh, wahrscheinlich mal Waschräume gewesen. Oh, okay. Wahrscheinlich mal um Proben zu ziehen. So, wir befinden uns in einer Molkerei. Hinten auch nochmal Waschbereich, Toilette, oh, Stromkasten. Hinten noch so ein kleiner Ausgang erstmal. Ja, man sieht so ein bisschen, dass es auf jeden Fall so, naja, ich sag mal Oststyle-mäßig ein bisschen ist. Ne? Hier noch eine Tür drin, wieder kleine Toilette, ja, sehr verwinkelt die Anmeldung, wenn ich es mal mitkriegt, alles so ein bisschen dunkel, wahrscheinlich duschen gewesen, ja, haben wir auch schon auf Hygiene geachtet, ich sag ja, alles so ein bisschen verwinkelt, beziehungsweise Eingang angekommen. Werden wir gleich da drüben reingucken. So, müssen wir mal schauen, wie wir da drüben rankommen. Ich denke mal einfach hochhopsen und los geht's. So, einfach schnell hoch und los hinget. So, werden wir mal reinschauen. Ja, auf jeden Fall ein alter Stall. So, also ein Duft wie im Schweinehochhaus haben wir jetzt hier nicht. Das ist doch schon alles ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, moderner wahrscheinlich gewesen. Nicht so auf Ausbeutung der Tiere. Ja, ist halt eine Molkerei gewesen. Ne? Ja, und wie immer, Lampen sind oben da dran. Schauen wir mal hier rein. Auch wieder Stromanschlüsse. Ein Kessel. Ja, ist vielleicht Heizung oder irgendwas gewesen. Hier hinten. Schauen wir hier nochmal rüber. Hinten raus. Wie man mitkriegt, alle zugewuchert. So, hören wir wieder vorne raus. Und weiter über die Länder. Ne? So, zurück geht's. Also mal gucken. Wahrscheinlich wieder runterhopsen. Hier eben schon erwähnt. Schweinehochhaus waren wir auch schon. Einfach mal angucken. Da sieht es ein bisschen anders aus als hier. Und ich werde zum Schluss einfach verlinken. Beziehungsweise im Abspann einfach als Video mit präsentieren. Wir gehen jetzt erstmal weiter da lang. So, kommen wir auf den großen Hof. Wahrscheinlich überall Ställe gewesen.
hohen Schächte sind abgedeckt. Da wurde auf jeden Fall ein bisschen für Sicherheit gesorgt. Wollen wir mal hier drüben reingucken. So, drinnen sind wir. Auch alles wieder Stelle gewesen. Oh, da hinten ist schon ordentlich eingestürzt. Ja, 3, 4 große hier nebeneinander. Natürlich ist die Frage, wer oder wie viele Tiere hier gewesen sind. Wenn hier 3, 4 Hallen davon so nebeneinander stehen, werden wir nicht weitergehen. Wie gesagt, da hinten schon eingestürzt. Probieren wir in die nächste Halle zu kommen. Mal schauen, ob wir hier einen direkten Übergang haben zur nächsten Halle. Berauschend sieht es hier überall nicht mehr aus, aber trotzdem kann man ja mal durchgucken. Aber wie gesagt, Lampen hängen, könnte man ja echt gleich wieder aufmachen. Und hier hinten eine Halle, die wahrscheinlich noch, oder ein Stall, der noch intakt gewesen ist, noch nicht eingestürzt. Zum Ende durchlaufen. Mal schauen. So, hinten angekommen. Am hintersten Ende von so einem Stall. Ja, wahrscheinlich ist dort, wo die Kühe dann immer reinlassen zum Melken, denke ich mal. Und mal hier rüber gucken. Ja, halt ein bisschen klettern hier. Boah, kriegen wir mal gut hin. Also, klettern ist immer wichtig. So ein bisschen mit Schallschutz von der Straße weg und von der Bahn. Wir werden mal weiter gucken. Wir sehen also schön mit Heim auf dem Grundstück. So, in der nächsten Halle. Scheinbar von vorne zu. Diesmal ist hinten offen. Wir werden trotzdem einfach mal so ein bisschen rüberklettern. So, gleich in die nächste wieder kommen. Und wird das Grundstück in den Hallen so ein bisschen erkunden. Ja, hier vorne ist noch offen. Schauen wir mal einfach mal. Ja, kleines Versteck hier. Hinten hat es ein bisschen aufgebaut. Ja, kleiner Kessel noch mit bei. Ja, Tank. Nenn ich es mal. Hier auch mal noch. So, immer noch in der Halle, wo wir die Teile hatten. Hier noch so ein kleiner Raum, auch wieder Versorgung. Einfachinsel, okay. Ein bisschen reingemacht. Ein bisschen Explosionsgefahr, ein paar Schilder liegen da drin. Okay, Notausgang. Hier ein paar Spraydosen noch. Mal weiter gucken. Okay, für ich nenne es mal ein kleiner Bereich unten. Schauen wir einfach mal weiter durch hier. Überall noch, ich sag's mal so,
Elektroteile von einer Elektroanlage. Na gut, hier muss ja auch ordentlich anlagenmäßig was gewesen sein. Oh, hier riecht es aber schon eher noch nach Gülle, nenne ich es mal. Oh, hier drin ist aber noch ordentlich Duft vorhanden, nenne ich es mal so. Naja, gut, wenn wir noch weiter gucken, auf jeden Fall hier, wie gesagt, noch so ein Stall. So, erstmal draußen. Sieht aus wie so eine kleine Verladerampe hier. Am Ende, auf jeden Fall fast am Ende angekommen vom Grundstück. Schön außen rum gelaufen. Hier hinten noch so ein Ausgangstor. Wie man mitkriegt, brütende Hitze schon wieder. Sonne ballert und knallt von hinten schon wieder. Ja, definitiv Verladerampe gewesen. Das ist eine gute Frage. Sind die Kühe vom Feld hier angefahren worden oder waren die halt die ganze Zeit in den Ställen drin? Das ist alles eine gute Frage. Natürlich wieder große Müllentsorgung hier. Hier hinten Ausgang. Ja, auch nochmal kurz schauen. Ja, vom Prinzip her erstmal runter vom Grundstück. Und hier hinten Maisfeld. Okay. Und ein Brunnen, würde ich sagen. Sonst sieht man ja weit und breit nichts. Eine Bahnstrecke geht hier vorbei, das war es. In alle Richtungen nichts. Und wir werden erstmal wieder raufschauen. So, die, naja, nenne ich es mal dreieckigen Mauern, die hier an der Seite sind. Gute Frage. Ich glaube, irgendwie, wenn Futterlieferung oder irgendwie was. Wurde dann hier immer eingelagert oder gelagert an sich. Ja, sollte mich jemand eines Besseren belehren, gerne, bitte. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich weiß es hundertprozentig leider nicht, aber das ist jetzt erstmal so mein Grundgedanke. Wir schauen hier hinten nochmal. Sieht nämlich so aus, jetzt werden da auch noch ein, zwei Häuser. Hier vorne noch ein Stall. Der ist zu, habe ich vorhin schon mal geschaut gehabt. Ja, wir gucken uns noch ein bisschen um. Ich nehme euch noch weiter ein bisschen mit und mal schauen, was wir noch so finden. Ja, hier vorne noch der eine Stall, nenne ich es mal. Erstmal vom optischen her komplett verschlossen. Müssen wir mal schauen. Vielleicht finden wir da noch einen Eingang, dass wir noch mal reinkommen. Aber erstmal ist er verschlossen. So, rein geht's. Oh, so ein bisschen kleine Couch, ein bisschen Party wahrscheinlich mal gewesen. Oh ja, gut. Schön. Von der anderen Seite auch noch Zufahrt. Wenn wir die anderen, wo wir reinkommen, auch noch mal reingucken. Hier drüben ist auf jeden Fall noch offen. Und vorne war, glaube ich, alles offen. Hier gucken. So, gehen wir gleich mal in das nächste. Ui, das sieht aber nicht nach Garage aus, sondern mehr wie eine Toilette und allem. Weil hier hinten kann man nämlich nicht rausfahren. Oh, Versorgung. Ah, gut, okay. Wahrscheinlich für die ganzen Garagen hier. Mann, hier ist ja noch Strom mit drin. Hier drüben mal schauen. Ja, wahrscheinlich Wasser oder so noch gewesen. Meine Güte, könnte man ja gleich wieder nutzen. Ja, da vorne noch zwei. Ja, auf jeden Fall zusammen. Hängt. Gut, okay. Muss einfach drei, vier Garagentore zusammenhängend. Oh ja, gut. Ist jetzt neuer, gut. Wenn wir mal Richtung Ausgang weiter gucken. Hier drüben ehemaliger Feuerlöschstand.
Station noch dran. Also war echt schon wirklich richtig runtergekommen. Aber gut. So, am Eingang wieder angekommen, da wo wir vorhin rein sind, beende ich natürlich auch wieder hier das Video. Ja, war eigentlich detailmäßig sehr interessant. Doch noch sehr viele Kleinigkeiten vorhanden, aber sonst sehr, sehr runtergekommen. Ja, aber ich hoffe, Video hat euch trotzdem gefallen. So ein Molkereibetrieb einfach mal so zu sehen, kommt man ja sonst selten rauf. Ist an sich ein relativ großes Gelände, aber ja, halt wie gesagt, viel runtergekommen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, einfach einen Daumen da lassen, ein Abo, wer noch keins hat, einfach da lassen für weiter so eine Videos. Ja, wir, wie gesagt, sind jetzt auf dem Rückweg, sind wir mal mit Auto unterwegs. Letzten Male war ja viel mit Fahrrad, wird auch wieder weiterhin kommen. Ja, so ein, zwei Sachen habe ich noch geplant, was jetzt noch kommt. Auf jeden Fall ein Wasserspot interessiert mich noch. Und da wird es dann wahrscheinlich mit dem Kanu raussehen, lang angekündigt und wahrscheinlich damit umgesetzt, aber anderes Thema. Werden wir sehen, wann wir es machen, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.